Ja, dann herzlich willkommen zu unserer ersten Spieltagskonferenz für die Saison 2018-2019. Die Vorfreude auf die neue Saison ist sicherlich groß und wir starten mit dem Auswärtsspiel am Samstag bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Zum Gespräch heute darf ich schon mal unseren Trainer Kenan Kocak begrüßen. Tim Kister wird sicher noch eintreffen. Und ja, wir beginnen, so haben wir es zumindest mal auch vor, mit einem kleinen Rückblick. Das wird die erste Frage sein, Kenan. Wie fällt das Fazit der Vorbereitung aus, so kurz vor dem Saisonstart am Samstag? Ja, erstmal herzlich Hallo von meiner Seite aus in die Medienrunde. Ich bin mit der Vorbereitung und mit dem Auftreten der Mannschaft sehr zufrieden gewesen. So habe ich es ja auch kennengelernt und insofern können wir schon von einer gelungenen Vorbereitung sprechen. Ich denke, wir haben unsere Ziele, die wir gesteckt haben in der Vorbereitung, mehr oder weniger erfüllt. Wir sind einen Schritt weiter, was unser Ziel war, und deswegen sind wir Stand jetzt mit der Vorbereitung natürlich auch sehr zufrieden. Aber ich denke, das gilt auch für alle anderen 17 Trainerkollegen auch. Die werden auch mit Sicherheit mit der Vorbereitung zufrieden sein. Wichtig wird dann sein, dass wir auch unsere Arbeit dann ernten. Und das fangen wir am besten, fangen wir damit an, am Wochenende gegen Greuther Fürth. Und da wollen wir punktgenau da sein. Wenn man so eine lange Vorbereitung hinter sich hat und dann so auf die Zielgerade einbiegt wie jetzt in dieser Woche, ist irgendwie diese Vorfreude auf den Saisonbeginn bei den Spielern greifbar, oder freust du dich auch besonders? Macht sich das irgendwie bemerkbar? Ja, wenn man natürlich 6 Wochen Vorbereitung hat und dann auch noch so eine lange Sommerpause hatte, da ist natürlich die Vorfreude auch groß, dass es endlich losgeht und dass es endlich auch um Punkte geht. Und ich denke, die Mannschaft freut sich drauf, ich freue mich darauf, und wir sind alle mit Vorfreude gepolt auf das Wochenende und hoffen, mit dem Sieg in Fürth starten zu können, wovon wir überzeugt sind. Jetzt haben wir in den letzten Wochen sehr hohe Temperaturen gehabt. Inwiefern hat das Einfluss genommen und wie habt ihr darauf reagiert? Ja, natürlich, die Temperaturen sind... sieht man auch gerade hier in der ersten Reihe, ne? Man muss da schön schwitzen und schön die Tempos rausholen. Aber nochmal, wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen privilegierten Beruf, meiner Meinung nach. Und es gibt deutlich andere Berufe, wo die Familienväter, wo die Mütter morgens aufstehen müssen und auch bei der Temperaturen arbeiten müssen für ihren Lohn. Das darf für uns keine Ausrede sein, sollte uns auch keine Ausrede sein. Ich glaube, die Spieler von Fürth, die spielen auch ohne Regenschirm. Insofern gilt die Wetterprognosen und die Wettervorhersage für alle gleich, und wir sollten uns nicht dahinter verstecken, sondern auch darauf uns mit Freude bereiten, vorbereiten und hoffen, das Beste aus uns rauszuholen. Kommen wir zum Personal. Die Vorbereitung ist sicherlich in Anführungsstrichen verletzungsfreier gelaufen wie im letzten Jahr, aber trotzdem gibt es einige angeschlagene Spieler. Ja, der Tim Knipping hat, ist ja klar, durch seinen Bruch im letzten Heimspiel gegen Nürnberg, dass er die komplette Vorbereitung nicht anwesend war, dass er in der Reha war. Ansonsten hatten wir Corbinian Vollmann, der in der Vorbereitung mit 2, 3 kleinen Verletzungen leider auch mehr oder weniger die komplette Vorbereitung verpasst hat. Nejmettin Darkfuß mit einem Schlag in die Wade, eine ganz komplizierte Geschichte, wo auch zum größten Teil keine Vorbereitung mitmachen konnte. Genauso Andrew, der sich beim Spiel in Oberachern leider wieder einen kleinen Faserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Das sind Spieler, die keine Vorbereitung mitgemacht haben, die aber aktuell wieder gesund sind, die aktuell wieder mit der Mannschaft mittrainieren, aber eben halt noch nicht fit. Sie müssen die komplette Vorbereitung noch nachholen, aufholen, damit wir eben halt im Laufe der Runde wenig Probleme mit den Spielern bekommen. Dennis Linsmeier hat auch leider 10 bis 14 Tage zu kämpfen mit einem Knochenödem in seinem Fuß, und er hat auch leider 1 Woche 10 Tage verpasst. Da merkt man auch, dass er noch ein bisschen Rückstand hat. Und ja, ansonsten haben wir die Langzeitverletzten vom letzten Jahr, wie Tim Kister, der ein halbes Jahr durch seinen Mittelfußbruch ausgefallen ist. Philipp Klingmann mit seinem Schädelbruch, ein halbes Jahr ausgefallen ist. Ken Gibson, der auch das letzte halbe Jahr
nicht gespielt hat. Das sind Spieler, die jetzt natürlich den nächsten Step gehen und auch bei denen man abwarten muss, inwieweit sie dann auch unter Belastung reagieren. Insofern aber trotzdem summa summarum sind wir natürlich mit dem aktuellen Stand zufrieden. Kommen wir zum Gegner, zu Greuther Fürth. Vorbereitung fällt sicherlich schwer aufgrund der fehlenden Saisonspiele, sodass man sich hätte das ein oder andere angucken können. Aber du kennst die Mannschaft, wie schätzt du das Team ein? Ja, sie haben eine ordentliche Mannschaft, einen guten Mix aus erfahrenen Spielern wie Caligiuri zum Beispiel, haben natürlich auch gute individuelle Qualität wie Julian Green zum Beispiel. Und also sie sind gut besetzt, gut bestückt und eine Mannschaft, die schon großes Potenzial besitzt, eine große Qualität besitzt. Und das wird natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für uns, aber dem stellen wir uns und sind optimistisch auf das Partie in Fürth. Ja, dann haben wir erste Informationen gegeben und ich gebe das Mikro gerne weiter an die Kollegen hier, die bestimmt auch einige Fragen an unseren Trainer haben werden. Bitte schön. Ja, Kenan, so zwei Tage vom Essen-Saisonspiel. Was die Wunschelf, steht die jetzt fest oder gibt es da noch Rätselraten auch bis zum Schluss? Ja, also haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich hier natürlich nicht mit meine komplette Aufstellung euch mitgeben kann. So leicht wollen wir es dem Trainer von Fürth auch nicht machen. Und insofern ist natürlich, wir haben noch zwei, drei Fragezeichen im Kopf. Und deswegen haben wir heute nochmal eine schöne Einheit, morgen nochmal Abschlusstraining. Und da werden wir mit Sicherheit versuchen, unsere Fragen, die wir haben, auch zu beantworten. Und dann hoffen, dass wir auf die 11 richtigen setzen und die dabei sind. Und generell brauchen wir jeden Spieler in der Mannschaft, im Kader. Und also es wird noch spannend bis zum Anpfiff. Kann man vielleicht sagen, dass es dir diesmal schwerer fällt als im letzten Jahr, dass du die größere Auswahl hast? Ach, letztes Jahr war es ähnlich. Letztes Jahr haben die Jungs auch immer Gas gegeben. Letztes Jahr hatten wir leider viel Verletzungspech. Insofern waren viele Fragen von sich aus alleine beantwortet. Und Gott sei Dank haben wir dieses Jahr nicht so viel Verletzungspech. Und die Jungs machen mir das Leben sehr, sehr schwer. Einige wiederum sehr einfach, wie es halt in so einer Fußballmannschaft ist. Insofern kann ich nur reagieren, was die Jungs mir geben. Und ich hoffe im Trainerteam auch gemeinsam, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen werden zum Wohl der Mannschaft. Und es gilt immer, ihr kennt mich auch von Spiel zu Spiel und deswegen hoffen wir, dass wir die richtigen Spieler für unseren Matchplan finden. Wie bewertest du denn die Entwicklung der Neuzugänge jetzt auch über die ganze Saisonvorbereitung gesehen? Ja, sehr gut. Die Jungs haben alle unsere Erwartungen erfüllt und wir sind sehr, sehr zufrieden mit jedem Einzelnen. Natürlich ist eine Umstellung auch für die Spieler, eine neue Philosophie, neue Ideen, neue Liga, neue Mitspieler, neues Umfeld. Da brauchen die Jungs auch gewisse Zeit, aber ich bin sehr, sehr zufrieden, wie die Jungs sich integriert haben, aber auch vor allem mit den Spielern, die auch aufgenommen haben. Das ist bei uns sehr reibungslos verlaufen und insofern können sich die Sandhäuser wieder auf eine geschworene Mannschaft, auf eine einheitliche Mannschaft freuen und das werden wir wieder weiter beibehalten. Würdest du sagen, dass die Mannschaft weiter ist als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr, auch aufgrund der verletzten Situation, die ja letztes Jahr ein bisschen schlimmer war? Ich bin kein Freund, Vergleiche zu ziehen, weil es bringt nichts. Wir können nicht heute mit dem vergleichen, was vor einem Jahr war. Das passt einfach nicht. Wir sind heute hier jetzt und haben heute hier diese Mannschaft. Und ich war auch letztes Jahr mit der Mannschaft zufrieden. Ich denke, letztes Jahr, was die Mannschaft geleistet hat, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, war aller Ehren wert. Wer so viele Rückschläge bekommt, auch viele Rückschläge innerhalb der Runde bekommt und dann trotzdem sich weitestgehend sehr, sehr gut präsentiert, verdient einen großen Respekt. Und da muss man sich nur mal anschauen, wer abgestiegen ist und wer nochmal in die Gefahrenzone gekommen ist. Und die Mannschaft, die mit so einem Verletzungsbeispiel wie letztes Jahr das nochmal geschafft hat, das verdient für mich nochmal einen ganz, ganz großen Respekt. Und das hat für mich als Trainer auch einen besonderen Stellenwert, weil ich hätte es auch noch nie so erlebt als Trainer. Und dann nochmal zu sehen, wie die Mannschaft da nochmal in sich zusammengeschweißt ist und wie sie dann nochmal den Widerstand getrotzt hat, verdient großen Respekt. Aber das war letztes Jahr und dieses Jahr haben wir jetzt eine ganz neue Situation, eine neue Mannschaft mehr oder weniger, wobei man eine neue Mannschaft auch vorsichtig sein muss, weil wenn man es richtig betrachten, haben wir vom Personal gesehen, was die ersten elf
betreffen jetzt nicht so viele Spieler verloren, sondern wir haben viele Verletzte jetzt zurückbekommen und da muss man den Jungs auch Zeit geben. Insofern freuen wir uns auf die aktuelle Runde, ohne einen Vergleich ziehen zu wollen und auch ziehen zu müssen. Gibt es vielleicht zwei, drei Spieler, die, ja, die gesetzt sind, würde ich sagen, kannst du also da sicher, die werden spielen? Klaus, du probierst immer wieder. Ne? Also bei mir ist kein Spieler gesetzt. Das wissen die Spieler auch. Ich gehe streng nach dem Leistungsprinzip und versuche mit dem reinen Gewissen die Spieler aufzustellen, wovon ich in dem Moment für das Spiel überzeugt bin. Und die Spieler müssen mit Leistungen das wieder zurückgeben, weil unabhängig von mir, weil der Konkurrenzkampf ist auch da, das sind unten Spieler drin, die auch warten, kratzen an den Trikots und versuchen da auch reinzukommen. Deswegen haben wir alle zusammen keine Gelegenheit, uns irgendwie zurück anzulehnen oder zurück abwarten zu reagieren, sondern müssen weiterhin Vollgas geben. Und ich bin sehr weit davon entfernt, ihr Spielern, egal welche Hautfarbe, welche Nationalität, welche Qualität da Stammplatzgarantien zu versprechen. Das habe ich nie gemacht und werde ich auch in Zukunft nie machen. Und auch die Follower interessieren mich nicht. Ja, dann wäre es ja klar. Aber bei Namen, einer, der jetzt seinen zweiten Anlauf macht, der wieder da ist, Erik Zenger, hat einen guten Eindruck gemacht. War das mit dem Ausleihen sinnvoll im Nachhinein gesehen? Und habt ihr immer gewusst, dass er wieder, dass er aufs zweite Liga-Niveau kommen kann? Und ist er da? Inzwischen ist er vollwertiges Kadermitglied mit sogar vielleicht Einsatzchancen am Samstag? Ja, er ist ein Kadermitglied, gut erkannt. Und wir haben letztes Jahr gewusst, wo Erik sehr lange verletzt war, dass wir dem Erik, das sprich letztes Jahr, ein Jahr geben wollten in der dritten Liga, wo er um die 30 Spiele macht, wo er seine fehlende Spielpraxis aufholen kann, weil wir eben halt auch von den Qualitäten von Erik überzeugt sind. Erik ist ein sehr, sehr guter Fußballer, ein sehr guter Typ, ein sehr guter Spieler, der uns mit Sicherheit mit seinen Qualitäten auch verstärken wird. Ob es schon am Samstag in Fürth der Fall sein wird, lassen wir uns mal überraschen. Es wird nicht nur spannend, die ersten Elf richtig zu finden, es wird auch spannend, den Kader zusammenzufinden. Und es werden mit Sicherheit ein paar harte Entscheidungen fallen. Das ist auch für mich als Trainer nicht angenehm, aber wie gesagt, die FIFA hat bestimmt, ich kann nur 11 aufstellen und 7 mitnehmen und insofern wird es nochmal schön lustig bis Samstag. Follower, Stichwort, aber konzentrieren wir uns auf Fußball. Der Rürig ist später eingestiegen, aufgrund der WM. Ist er schon wieder bei 100%? Ja, er ist später eingestiegen, aber logischerweise hat er auch länger gemacht wie unsere Spieler, die im Urlaub waren, hat er noch Vollgas gegeben mit der Vorbereitung zur WM und dann eben halt mit der WM. Und insofern war es nur eine Frage der Zeit nach seinem Urlaub. Der hat ja noch 14 Tage Urlaub gehabt, der Rurik, bis wir ihn wieder in Rhythmus reinfinden. Und ich denke, da haben wir ihn jetzt gut aufgenommen und der ist schon im Rhythmus drin. Und an konditionellen Aspekten wird es mit Sicherheit bei ihm nicht scheitern. Der Tim Kiste jetzt auch da sitzt, die Abwehr war letztes Jahr dieses Hochstieg einfach mit den wenigsten Gegentoren. Jetzt war der Tim Kiste lange verletzt, Knipping ist noch verletzt, das heißt, da wird es doch schon eine Umstellung geben. Und bist du da gerüstet, bist du da zufrieden? Kann sein, dass es komplett neu aufgestellt wird? Okay, nochmal in aller Deutlichkeit. Abwehr-Wengstreffer hat nicht mit den Spielern zu tun, die du aufgezählt hast. Wir verteidigen alle gemeinsam und das fängt schon vorne an. Das halte ich auch zum zigsten Mal, ne, weil es immer wieder thematisiert wird, auch thematisiert wurde, auch bei den Auswärtsspielen. Wir sind keine Mannschaft, die hinten Beton anrührt, haben wir noch nie gemacht, werden wir auch in Zukunft nicht machen.
Wir versuchen uns halt immer auf das Spiel so gut es geht vorzubereiten und da versuchen wir unseren Matchplan zu erarbeiten. Und das ist ein Verdienst von der kompletten Mannschaft, dass wir das eigene Tor gut verteidigen, aber auch natürlich auch im Umkehrschluss auch eigene Verdienst von der Mannschaft, wenn wir natürlich auch im vorderen Bereich Tore erzielen wollen. Also wir verteidigen und greifen gemeinsam an und das wird auch weiterhin so Bestandteil sein. Natürlich sind diese Spieler individuell gute Spieler, die in letzter Instanz auch eine gewisse Verteidigungsmentalität mit sich bringen und auch eine sehr gute Runde gespielt haben. Jetzt der Kiste bis zu seiner Verletzung. Und natürlich wäre ich auch froh, wenn diese Spieler wieder in all ihren Kräften wieder bei uns dabei sein würden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Spieler auch jetzt eine lange Verletzungspause hinter sich haben. Aber wenn wir schon angesprochen haben, dann tausche ich mal schnell hier für die Kollegen. Und dann darf ich ganz herzlich auch Tim Kister hier neben mir begrüßen. Hallo Tim. Ja, wie groß ist die Vorfreude nach langer Vorbereitung, dass es am Samstag endlich losgeht? Ja, also erstmal hallo an alle, die da sind. Schön, dass ihr alle da seid bei dem schönen Wetter hier. Klar, also es ist immer wieder schön, wenn man weiß, die Vorbereitung geht zu Ende, weil es auch der ein oder andere Tag dabei ist, wo man sich quälen muss. Wir freuen uns alle auf die Runde und fiebern schon darauf hin, aufs erste Spiel. Und ja, zum Glück ist es bald soweit. Jetzt bist du schon ein paar Tage hier in Sandhausen. Wie hast du die Vorbereitung erlebt? Wie war es? Auch mit den Neuen vielleicht, so kleiner Aspekt. Zu den neuen Spielern? So überhaupt? Also ich denke mal, dass wir wieder auf jeden Fall eine sehr gute Arbeit gemacht haben im Vorfeld. Beim Scouting und geschaut haben, wer zum Verein passt. Die Jungs sind alle super, haben eine super Qualität und charakterlich alle mega, passen perfekt bei uns rein. Wir konnten sie sehr gut und sehr schnell eingliedern in unser Gebilde, das wir ja schon haben. Und von daher kann ich kein schlechtes Wort über die Neuen verlieren. Du warst selber vor oder zu Ende der letzten Saison verletzt. Alles ausgehalten, alles topfit wieder? Also ich bin froh, dass ich die Vorbereitung komplett mitmachen konnte. Schmerzfrei. Ich habe jetzt so keine Probleme mehr mit dem Fuß und hoffe, dass ich jetzt auch so in die Runde starten kann. Gut, dann spielen wir wieder das Wechselspiel und ich spiele den Ball gerne mal zurück, auch an die Kollegen. Also Ihnen, Herr Kister. Ich sage schmerzfrei und auch komplett mitgemacht. Das heißt, Sie sind bei 100% oder fehlt noch ein bisschen was, wenn Sie so lange verletzt waren? Auf jeden Fall, über Spiele holt man sich komplette Fitness dann wieder. Und ich sage mal so, ich denke, dass ich fit genug bin und alles Weitere sieht man dann. Samstag für ein Spiel in Fürth? Also erstmal von den Temperaturen her wird es heiß und ich denke auch so, dass es ein heißes Duell wird. Jeder will gewinnen. Wir werden da alles versuchen, um die 3 Punkte zu holen und ja, von daher wird es mit Sicherheit ein schönes Spiel. Gehen wir das Mikro einmal bitte nach hinten. Was erwarten Sie denn für eine Saison, jetzt gerade wo auch der HSV und Köln abgestiegen sind? Was sind die Erwartungen und glauben Sie, dass Hamburg und Köln auch Erster und Zweiter werden? Es ist auf jeden Fall so, dass Hamburg und Köln ein sehr gutes Kaliber ist in der Runde und schöne Mannschaften sind für uns zu bespielen. Wir versuchen natürlich eine sorgenfreie Saison zu spielen und schauen, was für uns geht, ja. Was wäre denn in Ihren Augen der erfolgreichste Saison zu ziehen?
Klassenerhalt. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollten wieder Vergleiche ziehen zum letzten Jahr. Da geht es auch darum, die Mannschaft spielerisch weiter zu entwickeln. Was sind so Ihre Ziele primär mit Ihrer Mannschaft? Ja, so wie die letzten Jahre auch, seitdem ich Trainer bin, ich versuche immer das Beste aus der Mannschaft rauszuholen, mit der bestmöglichen Platzierung. Daraus einen Schluss zu ziehen, was ist jetzt erfolgreich, was ist weniger erfolgreich, ist immer schwer. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass das Erfolg der Mannschaft letztes Jahr vielleicht schon ein bisschen höher einzuschätzen ist, wie zum Beispiel die Meisterschaft mit Mannheim, wo ich da erzielt habe, weil einfach mit diesen Widrigkeiten, mit diesem Verletzungspech und mit diesen in der Runde da immer wieder improvisiere und dann nochmal zusammenkommen, dann fällt der andere Spieler wieder aus. Und das sind ja auch dann Spieler gewesen letztes Jahr vor allem, das waren Schlüsselspieler für uns. Ja, wir können nicht einfach sagen, so, wir können jetzt mal einen Tim Kister einfach 1:1 ersetzen zum Beispiel. Oder wir können Klingmann auf einmal weg, der Gibson auf einmal weg. Da haben wir überhaupt keinen rechten Verteidiger zum Beispiel. Da müssen wir auf einmal einen Mittelfeldspieler, der zentral spielt, rechts hinten umfunktionieren. Das sind alles Erfahrungswerte gewesen für mich, wo ich einfach sage, was ist erfolgreich? Jetzt sind wir letztes Jahr Elfter geworden, aber zwei Jahre davor bin ich Meister geworden mit Waldhof zum Beispiel. Und was ist als Trainer für mich jetzt Erfolg? Ne? Und deswegen kann ich sagen, dass jede Situation, jede Saison auch für mich eine andere Bedeutung hat. Und ich versuche das unabhängig davon zu differenzieren. Wir wollen weiterhin erfolgreich sein. Wir wollen weiterhin einen guten Fußball zeigen. Wir wollen weiter da den nächsten Step gehen. Und wir werden weiterhin für die SVS-Familie, für die Sandhäuser, versuchen, eine attraktive Spielweise an den Tag zu legen, eine erfolgreiche Spielweise an den Tag zu legen, womit sich jeder Fan auf der Tribüne identifizieren kann. Und wir werden es wieder genießen, 34 Mal der Außenseiter mehr oder weniger zu sein. Und wir wollen dem auch trotzen. Und unser Ziel lautet natürlich wieder, dass wir eine sorgenfreie Runde spielen, und daran arbeiten wir. Und wir werden weiterhin bescheiden und demütig bleiben und nicht in irgendwelche Sachen da auch Ziele irgendwie formulieren lassen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft weiter täglich daran arbeiten, weil ich bin absolut der Meinung, dass der tägliche Erfolg wichtig ist, dass man täglich daran arbeitet, dann kommt das Gesamte, dann kommt das Rest eh von alleine. Und darauf muss die Mannschaft, wir uns alle fokussieren, und dann bin ich guter Dinge, dass wir mit dem SVS wieder eine sehr gute Rolle, sehr gute Runde dieses Jahr spielen können. Verstecken brauchen wir uns von niemandem, das ist auch Fakt. Wir haben genug Qualität, wir haben genug Charakter in der Mannschaft, und wir müssen uns gucken, dass wir einfach uns bestmöglich auf die Spiele vorbereiten. Ja, da gebe ich das Mikro bitte nochmal nach hinten. Tim Kister, wie habt ihr denn eigentlich Ruri Gislason nach der WM aufgenommen? Musstet ihr ihn trösten nach den Vorrunden aus? Habt ihr ein bisschen aufgezogen wegen den Followern? Oder ja, wie habt ihr ihn aufgenommen? Naja, also trösten mussten wir ihn jetzt nicht. Ich glaube, dass sie schon was erreicht haben, dass sie dabei waren, und sie haben auch sehr gute Spiele gezeigt. Klar muss der Rurik sich den einen oder anderen Spruch anhören von uns. Aber ich glaube, dass der Rurik sehr, sehr bodenständig ist und weiß, wie er damit umzugehen hat. Und von daher, er ist gut aufgenommen worden von uns. Mikro bitte nochmal nach vorne. Vielleicht nochmal die Frage nach den Favoriten. Nur Köln und HSV, oder wer ist denn bei dir ganz vorne noch mit anzusehen? Schwer, ne? Schwer, weil die Möglichkeiten in Hamburg und Köln sind ja bundesweit bekannt. Es sind natürlich auch hinten dran auch Mannschaften da, die auch viel Geld ausgeben, die sich natürlich jetzt hinter Köln und Hamburg verstecken, wie zum Beispiel Ingolstadt, wie zum Beispiel VfL Bochum, wie zum Beispiel Darmstadt 98. Also das darf man alles nicht vergessen. Das sind dann schon Union Berlin zum Beispiel. Ne? Das sind Vereine, die trotz allem auch sehr gut investieren und versuchen dann natürlich auch vielleicht ein Wörtchen da oben mitzureden. Aber das sind schöne Probleme der Vereine. Wir konzentrieren uns auf uns und hoffen, dass wir eben halt diesen Vereinen Woche für Woche Probleme bereiten können. Und die Qualität dazu haben wir, und auch das Selbstvertrauen dazu haben wir, und wir freuen uns auf die Partien. Jetzt fangen wir mal erst mit Fürth an. Soweit ich weiß. Du sagst eben, freut euch drauf, 34 Mal der Außenseiter zu sein. Ist es wirklich so, dass der SV Sandhausen
immer Außenseiter ist, aber ihr habt euch doch einen Namen gemacht und ihr werdet nicht mehr unterschätzt. Ja, vielleicht nicht mehr so wie früher, aber ich denke trotzdem, wenn die Zuschauer ins Stadion gehen und dann kommt der kleine Sandhausen, dann ist für jeden Zuschauer die Erwartung so, dass man den kleinen Sandhausen schlagen muss. Und so gehen auch die Leute ins Stadion. Es wird auch am Samstag in Fürth auch nicht anders sein. Die Zuschauer kommen auch ins Stadion und wollen Fürth siegen sehen. Ne? So, das, die Erfahrung kennen wir, aber da treffen sie auf eine Mannschaft, wo was dagegen hat und wo selber die Punkte mitnehmen möchte. Und daran werden wir alles setzen und auch das Spiel zu gewinnen. Und wir sind hoch motiviert, freuen uns auf das Spiel und sind auch davon überzeugt, dass wir das Spiel in Fürth gewinnen können. Ich weiß, es warten noch ein paar Interviews. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank. Anpfiff in Fürth wird am Samstag um 15.30 Uhr sein. Und wie Sie alle schon gemerkt haben, es gehen hoffentlich auch genauso alle voller Vorfreude auf die neue Zweitligasaison. Das war's und bis Samstag. Tschüss.